eine studentische Projektgruppe, die jetzt schon im dritten, also das dritte Mal, dass wir das Projekt durchführen. Mittlerweile sind wir beim Multiplayer-Spielen angekommen und ich freue mich riesig, dass wir auch einen Automaten vorne draußen haben, wo man die Spiele auch spielen kann. Und viel mehr möchte ich schon gar nicht verraten, weil den Vortrag, genießen Sie den Vortrag. Dann würde ich mal anfangen. Zum Thema Retro haben wir auch viel mit Videospielen zu tun. Und ja, Videospiele werden von Jahr zu Jahr immer aufwendiger, realistischer und immersiver. Durch den technischen Fortschritt sind heutzutage Funktionen wie Online-Multiplayer, VR oder auch filmähnliche Cutscenes möglich. Aber nicht alle Spieleentwickler nehmen diese Neuerungen wahr, beziehungsweise entscheiden sich aktiv dagegen und möchten lieber im alten Stil bleiben. Und damit stellen sich natürlich die Herausforderungen aus den Limitierungen, die es damals gab. Und auch wir wollten uns diesen Limitierungen, dieser Challenge stellen. So kommen wir zu unserer Retro Games Challenge. Wie gesagt, diesmal auch in der dritten Ausgabe, nämlich Next Level. Springen wir kurz nochmal zurück zum Anfang. Mal, wenn wir uns das Bild jetzt nochmal kurz vor die Augen holen, dann sind wir hier in der klassischen Spielhalle. Und wenn wir diese Spielhalle mit dem Begriff Retro Games Challenge kombinieren und uns dann ein Bild oder Erinnerungen im Kopf zusammenstellen, dann wird uns ja irgendwo auch mal so ein Spielautomat vorkommen, der dann durch die Gegend blinkt und schön vor sich her brudelt. Und wir sind natürlich auch zu diesen Erinnerungen gekommen, zu diesem Punkt und dachten uns, das wäre schon mega geil, wenn wir sowas hätten. Und durch das, dass wir Macher sind, haben wir natürlich einen hingestellt. Dem einen oder anderen ist es vielleicht schon aufgefallen, wenn man von der Tür reinkommt, dass da einer steht und ein bisschen vor sich her so. Und im Endeffekt haben wir nichts anderes gemacht, als tatsächlich so einen Bausatz bestellt, den es mehr oder weniger fertig gibt und zusammengeschraubt. Natürlich funktioniert das nicht immer zu 100%. Man kann das sagen, es ist eigentlich eher wie so ein IKEA-Bausatz, dass da eben 90% nach Anleitung funktioniert und 10% ist dann halt eigengeschrieben. Da mussten wir dann zum Beispiel hier unsere Prägung, die man auf den Bildern sieht, eigen erstellen. Oder wir mussten den Monitor neu justieren, weil hinten die Borgungen für das Befestigungsbrett einfach zu schlecht waren. Oder auch die Blende vorne, das schöne Holzbrett. Weil sonst hätte man einfach den, ja, am Bildschirm vorbei in den Automaten reingesehen. Das wäre natürlich jetzt auch nicht so schön gewesen. Aber im Wesentlichen ist auch nicht so wirklich der Monitor, der Automat an sich interessant, sondern eher was im Automaten steckt. Und dafür haben wir nichts anderes gemacht als eine Raspberry Pi B4 genommen und haben darauf RetroPie installiert. RetroPie ist im Prinzip eine Open Source Linux Distribution, die sich darauf spezialisiert, einfach Retro Games ins Leben zu bringen. Und wenn wir den Stack anschauen, den wir im Prinzip auf unserer Pi installiert haben, haben wir hier auf dem Boden als Betriebssystem eine Raspberry oder wie man neuerdings sagt, Raspberry Pi OS, was eben das unser Fundament liefert. Darüber haben wir dann ein RetroArch installiert. RetroArch ist im Prinzip eine Sammlung von vielen diversen Emulationskernen, wo man zum Beispiel den N64, den C64 oder verschiedene Atari-Geräte emulieren kann. Und dieses RetroArch bietet nicht nur diese Kerne, sondern auch ein Frontend, was die ganze Bedienung schon erleichtert. Nur dieses Frontend ist leider sehr schlicht. Deswegen wird darüber nochmal die Emulation Station darüber gesetzt haben. Das ist im Wesentlichen eigentlich auch nur ein Frontend, welches eben die Bedienung für RetroArch schöner macht. Und das hat für uns natürlich auch nicht gereicht, weil wir unsere Spielentwicklung TIG-80 verwendet haben. Das heißt, wir haben TIG-80 erstmal als mehr oder weniger Plugin für RetroArch nochmal eingebunden und haben dort unsere Spiele entwickelt, wozu Timo jetzt nochmal ein paar Worte verlieren wird. Ja. Wir haben für die Entwicklung unserer Spiele haben wir TIG-80 verwendet. TIG-80 ist eine Fantasy-Konsole, also eine Konsole quasi ohne Hardware, wo einfach Spiele drauf emuliert werden können, die in den Limitierungen und in der Ästhetik ziemlich an den alten Spielen sich orientiert. Und die Idee dahinter ist, dass man ältere Spiele
die vom Prinzip her, wie die älteren Spiele sind, auf neuen Systemen ausführen kann. Und TEC 80 gibt es seit 2016. Und wie üblich für Fantasy-Konsolen, wie zum Beispiel Pico 8 oder TEC 80, ist, dass es eine All-in-One-Lösung bietet für die Entwicklung von diesen Spielen. Das bedeutet, dass die Erstellung, von einem Code und die Ausführung quasi alles in einem passieren kann. Genauso wie die, also wie das Schreiben von Code, das Malen von Sprites oder auch die Erstellung von Musik kann alles in TEC 80 quasi passieren. Und es ist Betriebssystem unabhängig, also es kann auf PC genauso wie auf Android zum Beispiel auch oder auf einem Raspberry Pi gestartet werden. Und es bietet 64 Kilobyte an Code in Lua oder JavaScript oder Python, kann das programmiert werden. Dann, wie es funktioniert. Also wir haben neben der All-in-One-Lösung für Code Visual Studio Code benutzt. Einfach weil es viel einfacher ist, Code damit zu schreiben, bessere Lesbarkeit und wir können natürlich untereinander viel besser miteinander arbeiten. Wir haben in Git gearbeitet, wir konnten unseren Code miteinander teilen und viel besser programmieren damit. Und unsere Vorgehensweise war, wir haben es in TypeScript programmiert und das wurde dann über einen Transpiler in JavaScript übersetzt, weil TypeScript nicht unterstützt wird. Und das wird dann in Cartridges in TEC 80 importiert und da dann ausgeführt. Und das geht alles von Visual Studio Code aus. So konnten wir ziemlich cool eigentlich unsere Spiele schreiben und dann direkt ausführen, testen und spielen. Quasi alles ziemlich gut und ziemlich schnell. Cartridges, habe ich ja gerade erwähnt, da werden quasi wie früher die alten Spiele, wie auf einer kleinen Nintendo-Karte oder N64-Karte, die Spieldateien alle in einer Datei gespeichert, also Grafik, die Map und der Code vom Spiel, alles in einem. Und TEC 80 bietet auch eine webbasierte Lösung, also man kann TEC 80 auch im Browser ausführen, da kann man auch auf TEC80.com kann man sich verschiedene Spiele von verschiedenen Entwicklern anschauen, außerhalb von denen wir entwickelt haben, die können wir uns später noch anschauen. Und da sieht man dann auch, was für interessante Ansätze andere Leute gefunden haben, um coole Spiele mit TEC 80 zu entwerfen. Und das ist natürlich auch cool, dass man quasi einen ziemlich einfachen Einstieg hat. Und man kann auch auf dem Handy einfach auf TEC80.com gehen und sich dann verschiedene Spiele anschauen. Dann, wenn man auf TEC80.com angelangt ist, kann man auch sich die Dokumentation von TEC 80 anschauen, aber die ist nicht so lang. Also man kommt da ziemlich schnell durch und kann sich anschauen, was man für Möglichkeiten in TEC 80 hat. Und da kann man dann auch auf den TEC 80 Discord kommen, wo man dann Zugriff zur Community findet. Und die hat über 1000 Mitglieder und da wird auch aktiv geschrieben. Also das Lernen von TEC 80 und wenn man damit in Berührung kommen will, ist eigentlich ziemlich cool. Man kann echt gut damit lernen. Und es gibt auch allgemein auf YouTube oder im Internet viele Ansätze von Leuten, an denen man sich orientieren kann, wenn man das lernen möchte. Aber auch KI ist mittlerweile in der Lage, mit TEC 80 umzugehen und die verschiedenen Methoden davon zu benutzen, sodass man den Einstieg leicht hat und damit gut programmieren kann. Das ist TEC 80. Gut, dann werden wir soweit mit dem Technischen durch und kommen zu unserem Spiel. Da möchte ich noch erwähnen, es wurde in drei Semestern durchgeführt, das Projekt. Dementsprechend, wir waren jetzt im dritten. Und das erste, es war noch ein anderes Team. Und davon ist heute leider keiner anwesend. Aber wir werden trotzdem ein bisschen über die alten Spiele reden, die vorher schon gemacht wurden. Und genauer das können wir nur über unsere sagen. Aber da kommen wir später noch dazu. Und unser Plan war es, dieses Semester zwei mittelschwere Multiplayer-Spiele zu entwickeln. Dabei hat für uns mittelschwer bedeutet, dass wir es eben in der Zeit schaffen und trotzdem eben zwei Teams haben können, die unabhängig voneinander arbeiten können. Also kein großes Team, das ein schweres Spiel entwickelt, sondern zwei, die parallel arbeiten können. Und
Dabei haben wir uns auch einen Fail-Safe gebaut. Wenn wir es nicht schaffen würden, die beiden gleichzeitig zu entwickeln, dann würden wir uns auf eins konzentrieren und die alten Spiele ein bisschen auffrischen, ein paar Multiplayer-Funktionen bei denen einbauen oder einfach am Automaten noch ein bisschen was verschönern. Und damit wir trotzdem auf ein gutes Endergebnis kommen, mit dem auch unser Professor Schüler zufrieden sein wird. Und dementsprechend haben wir uns dann relativ früh auch Deadlines gestellt, ob wir das Ganze schaffen. Haben wir dann auch relativ schnell gemerkt, dass wir uns da kompetent genug gefühlt haben und haben uns dafür entschieden, eben diese zwei Spiele zu entwickeln. Und das Konzept der vorherigen Gruppe, also das sind jetzt nicht unsere Spiele, das sind die, die im ersten Semester gemacht wurden. Und wenn man sich die mal genauer anschaut, merkt man ziemlich schnell, dass viele davon ziemlich bekannte Spiele sind. Und ein bisschen umgeschaltet wurden, ein bisschen angepasst wurden. Und das war generell die Idee mit den Spielen bei diesem Automaten. Also sie sind ein bisschen angelehnt an erfolgreiche Spiele, die wir eben auch angreifen wollten. Wir wollten mal schauen, können wir das selber umsetzen und eben auf unseren eigenen Automaten spielen. Die könnt ihr dann auch alle später beim Automaten ausprobieren. Ich werde jetzt nicht genauer auf die alle eingehen. Da ich eben auch nicht am Entwicklungsprozess beteiligt war. Dann kommen wir zu unserem Spiel. Das erste kennt, glaube ich, auch jeder. Haben wir natürlich auch ein bisschen angepasst, ein bisschen was abgeändert. Und hier ist das Tutorial, seht ihr auch beim Spiel, wenn ihr startet. Wird nochmal alles erklärt, wie ihr euch bewegt. Es gibt Power-Ups, die ihr aufsammeln könnt, die verschiedene Boni geben. Und das Ziel ist eben, es sind zwei Spieler und man muss eben den gegnerischen Spieler besiegen, indem man ihn durch eine Explosion tötet. Und ja, da können wir später auch nochmal vorbeischauen. Das andere Spiel ist Nightfall. Das ist vielleicht weniger bekannt, da es auf einem eher neuen Spiel basiert. Das aber trotzdem relativ ähnlich wie ein Pixelspiel, also wie ein Retro-Spiel aussieht, dadurch, dass es in einem Pixel-Style gehalten ist und nicht aufwendige Grafik besitzt. Da geht es darum, auch den Gegner zu besiegen und von einem auf das nächste Feld sich zu bewegen. Es gibt mehrere Bildschirme praktisch mit verschiedenen Hintergründen, also mehrere Räume. Und sobald man den Gegner besiegt hat, kann man eben in den nächsten Raum laufen. Und so geht es dann immer hin und her, bis man es am Ende dann schafft, wenn man dreimal gewonnen hat und sich dreimal bewegt hat, kommt man zu einem finalen Screen und da hat man dann gewonnen. Und das auch wir hatten ja einen Projekttag, an dem wir das Ganze vorgestellt haben. Da hat man auch gesehen, dass dieses Spiel sehr, sehr oft von den Leuten, die unseren Stand angeschaut haben, haben sehr viel Zeit mit dem Spiel verbracht. Also dadurch, dass es schnell, relativ schnell geht und man das viel Action ist, kann man da ganz, ganz lustig dann spielen. Wichtig wäre noch zu erwähnen, die ganzen Spiele sind durch eine Overworld verbunden, durch die man eben die Spiele auswählen kann. Hier sieht man gerade unsere Overworld mit unseren beiden Spielen und dieser kleine Ninja da oben, das ist der Spielercharakter, mit dem kann man sich dann rumbewegen und eben das bestimmte Spiel auswählen, das man spielen möchte, damit man später noch versteht, was das hier sein soll. Und da gibt es eben für jedes Spiel auch eine kleine Grafik, die halt symbolisiert, was das Spiel ist. Gut.
insgesamt sind wir ziemlich zufrieden mit dem, was wir am Ende dastehen haben. Wir haben unsere Ziele eigentlich erreicht, die wir uns am Anfang gestellt haben. Und vielleicht sogar ein bisschen mehr gemacht, als der erste Plan war, da wir eben dann am Automaten noch ein bisschen was verschönern konnten. Die Sticker, die ihr vorhin schon gesehen habt, haben auch wir hinzugefügt. Und das Ganze wurde ermöglicht durch unsere gute Teamarbeit und Kommunikation. Es wurde auch ermöglicht durch unsere... Wir haben mit GitHub gearbeitet, beziehungsweise Git, und da konnten wir Git-Issues machen, wodurch wir die Aufgaben gut verteilen konnten. Wir hatten eben unsere zwei Entwicklerteams und einen festgelegten Grafiker, der für beide Teams gearbeitet hat und jeweils immer die Bilder, die Sprites, alles Mögliche noch immer nachgereicht hat, was auch ganz gut geklappt hat. Also da ist heute leider nicht dabei, aber ich glaube, wir alle fanden es sehr, sehr, also er hat einen wichtigen Teil übernommen und es hat alles gut geklappt. Und ja, sonst wäre es soweit alles. Wir laden euch natürlich zu Fragen. Ja. Wir laden euch natürlich alle zu Fragen. Für mich wäre es alles. Ja. Aber halb so wild. Und zwar ist es so, dass die Retro Games Challenge ja gerne auch ins noch höhere Level gehen würde. Und da haben wir uns natürlich erstmal Gedanken gemacht, was könnte man überhaupt noch machen. Und da haben wir erstmal die bestehenden Probleme von Automaten analysiert und haben festgestellt, man kann das Spiel alleine spielen, man kann es mittlerweile zu zweit spielen. Aber was ist, wenn ich die Spiele, die ich zu zweit spiele, alleine spielen möchte? Das geht aktuell nicht, weil man kann schlecht gegen sich selber spielen. Weil es ist halt dann doch irgendwo ein Wettkampf und man kann halt keinen Wettkampf alleine bestreiten. Dementsprechend haben wir uns überlegt, man könnte entweder eine KI ansetzen, die dann an die Pi angeschlossen wird, antrainiert wird an die Spiele und dann dort eben als zweiter Spieler fungiert. Oder man nimmt sich ein Beispiel an dem Schachbild und macht zum Beispiel einen Roboter vorne an den Joystick hin, der dann im Prinzip über eine Kamera das Bild aufnimmt, vom Monitor und dann, je nachdem was er halt machen will, dann den Joystick und die Knöpfe steuert. Das wären so die zwei Ideen, die wir uns überlegt haben. Und das Projekt ist ausgeschrieben aktuell und wir wissen erst im nächsten Semester, was dabei rumkommt. Das sind so unsere Erwartungen ans nächste Team, aber das bringt ja schon Zeit. Ja, man kann schon fast sagen erwarten, weil es wäre schon cool, wenn sie es machen würden. Aber es bringt halt erst die Zeit. Und dementsprechend können wir euch jetzt eigentlich nur anbieten, dass wir euch jetzt den Spielspaß geben im Automaten. Eure Fragen beantworten würden. Ja, jetzt laden wir euch natürlich zu Fragen ein, falls ihr Fragen an uns habt. Sonst können wir uns draußen unsere bzw. die Spiele auf dem Automaten noch anschauen und das nette Gedudel an vom Automaten. Genau. Gibt's Fragen? Wie groß ist denn die Auflösung bei TIC4 und TIC80? Von Bildpunkten? Also das Display ist 244, ich habe es wirklich aufgeschrieben. Ne, auf dem Set leider nicht. Es müsste 244 auf 136 Pixel sein, aber man hat eine Full HD Auflösung. Ja. Auch Programmierung nur auf Metern. Ja, okay. Und der Speicher, der war auf 64 Kilobyte begrenzt, der ist zur Verfügung gestellt? Für Code. Ja. Für Code, ja, ist 64 Kilobyte, ja. Wie war das so für euch, mit den Limitierungen zu arbeiten? War das, wie gesagt, war es okay, also wir konnten alles umsetzen, was wir wollten? Oder habt ihr gesagt, das müssen wir jetzt rausschmeißen, weil das nicht realisierbar ist? Nee, hatten wir zum Glück nicht. Wir haben ja zu Hause an unserem System entwickelt und wir hatten dann vielleicht kurz Bedenken, dass es dann auf dem Pi nicht so gut läuft, aber war alles perfekt. Also wir sind dann keine Limitierungen oder an Performance-Grenzen gerade. Okay. Hat gut gelöst. Waren es zwei abgeschlossene Phasen, dass ihr erst sozusagen die Spiele inhaltlich euch ausgedacht habt und dann kommt die Implementierung oder hat sich während der Implementierung habt ihr noch gedacht, oh, was soll das noch an den Regeln ändern und da noch ummachen und so weiter? Also
ein bisschen von beiden. Natürlich, wir haben die Konzepte am Anfang erstellt und dann geschaut, was realistisch ist. Aber dann haben wir angefangen zu programmieren und kleinere Features haben sich ja dann beim Testen rausgestellt. Ich kann jetzt für unser Nightfight sprechen, also wo man so eins gegen eins gegeneinander spielt. Da kommt natürlich dann raus, manchmal ist ein bisschen was zu stark, wo man dann nichts gegen machen kann oder so. Das hat sich dann nochmal geändert, quasi während der Entwicklung. Aber das Grundkonzept haben wir vor der Entwicklung erstellt. Und dann noch eine Frage, grundsätzlich zu diesen alten Spielen, die kommerziellen alten Spiele aus den Anfang 80ern und so weiter. Ist da eigentlich der Quellcode frei verfügbar für jemand, wenn jetzt welche sagen, ich würde ein damaliges kommerzielles Produkt modifizieren wollen oder so, oder ist das noch geschlossener Code, an den man nicht rankommt? Ich kann jetzt persönlich dazu nichts sagen, ich weiß es gar nicht. Also wir haben unser... Also ich glaube, der Code ist nicht offen normalerweise, außer explizit freigegeben für ein von den Spielen vielleicht, aber normalerweise ist da noch ein Copyright drauf. Es gibt viel Re-Engineering, sage ich mal, wo man einfach mal wieder rein Reassembling oder so und dann geguckt hat, wie es funktioniert. Aber die meisten Quellcodes sind wahrscheinlich irgendwann in die Tonne gelandet, verschollen. Weil ja, die Entwicklung einfach viel zu schnell war und man hat keiner mehr Interesse gehabt. Und dann sind die Firmen verschwunden und natürlich die gesamte Software auch verschwunden. Es gab ja keine zentrale Ablagestelle zum damaligen Zeitpunkt, sondern alles ist irgendwie auf Disketten oder auf Kassetten dann geladen worden und die sind irgendwann dann mit Firmenauflösungen total verschwunden, wie viele Arten das sind. Frage von mir noch: Die Programmiersprache ist dann JavaScript? Dieses TIC-80 ist auf JavaScript aufbauend, oder? Programmiert haben wir ein TypeScript, aber weil das von TIC-80 nicht unterstützt wird, haben wir da einen Transpiler benutzt, der uns quasi beim Ausführen von einem Befehl ein Script aufruft, der das dann in JavaScript übersetzt und das Cartridge dann in TIC-80. Also standardmäßig ist TIC-80 mit Lua zu programmieren, ja. Oder also TIC-80 ist selbst in C implementiert und hat den Lua-Interpreter mit drin und es wurde dann nach und nach geöffnet für JavaScript und mittlerweile auch für Python. Und wenn man größere, komplexere Software schreiben will, ist man schnell in der Objektorientierung und in der Typsicherheit und dann möchte man halt nicht unbedingt mit JavaScript arbeiten und haben Studenten sehr schnell entschieden, dass ihnen das Typsicheres lieber ist und haben sich dann mit TypeScript entschieden. Und so ist es zu dieser Transpiler, zu diesem Stack gekommen. Ich habe am Anfang auch überlegt, ob wir auf die neue Version mit Python gehen, aber dadurch, dass die alten damals in TypeScript gemacht wurden, wollten wir jetzt nicht alles nochmal umschreiben bzw. anpassen müssen. Deswegen sind wir da bei TypeScript geblieben. Wir wollten natürlich die Idee vom Automaten beibehalten, dass wir auch die alten Spiele, wäre ja schade, wenn die aus den letzten zwei Semestern nicht mehr, oder wenn wir es nicht mehr spielbar gemacht hätten, indem wir eine andere Sprache benutzt hätten. Und TypeScript ist eigentlich relativ angenehm gewesen zu programmieren. Also. Ja. Habt ihr euch überlegt, ob ihr praktisch schon mal zweimal Automaten hätte, dass er die zwei Spiele so macht, dass jeder an einem Automaten spielen kann oder über Internetverbindung zum zweiten Spieler aufbaut. Das wäre ja auch eine gute Lösung, weil das ist ja im Endeffekt nicht so viel praktisch zum Abändern, man muss bloß schauen, dass man die Befehle über das Internet schleust und auf der anderen Seite wieder praktisch anzeigen bekommt. Das wäre wahrscheinlich auch eine Kleinigkeit, die man umsetzen kann, wo sie aber anbieten würde. Prinzipiell könnte man das machen, nur das ist dann eine Frage vom Budget, weil der Automat natürlich auch ein bisschen was kostet. Und wir haben ja dann wieder das Holzgestell, den Monitor und die ganzen Ressourcen wieder zusammenlaufen. Und das wäre vielleicht die Idee für die nächste Gruppe, aber wenn die dann wirklich diesen Roboter bauen oder eventuell ein KI-Model brauchen, weiß ich wieder nicht, wie das dann die Lizenzkosten aussieht. Das heißt, es könnte rauslaufen, dass es dann nicht passiert. Also ich vermute, dass wir im nächsten Semester eh schon an die Limitierungen von, also an die künstlich auferlegten Limitierungen von TIC-80 stoßen werden, weil wir brauchen im Endeffekt ein Umgebungsabbild, was wir KI zuführen können. Und entweder machen wir ein Screengrab oder irgendwie müssen wir dann die Pixel rankommen und das ist schon mal schwierig, weil das halt eine C-Implementierung vergraben ist. Und genauso ist es mit den Kommandos, die ich dann absetzt. Die geben wir momentan über USB-Joysticks rein und wir müssen mal gucken. Aber da werden wir sicherlich in der TIC-80-Runtime mal ein bisschen rumgucken und vielleicht ist es ja auch so, dass wir die KI sowieso extern andocken müssen, weil das TIC-80-Konzept das vielleicht gar nicht hergibt und dann müssen wir eben gucken, ob man da vielleicht neue Ausgabekanäle definiert, wo man dann eine KI oder vielleicht auch mal die Player anschließen kann. Oder vielleicht auf dem Laptop und das
noch so eine Umsetzung macht. Aber ja, wahrscheinlich wird das so ein Ansatz sein, wo er eh schon rausgeht und dann kann man vielleicht. Ja, genau. Also den werden wir uns im nächsten Semester gerne bestellen, dann vielleicht nächstes Jahr. Vielleicht können wir dann berichten. Da können wir ja Musik auch zu komponieren. Das habt ihr ja einen eigenen Person gehabt oder wer hat das bei euch? Ja, wir hatten auch. Also war einer von den Programmierern, aber der hat sich am Ende dann noch um die Musik gekümmert. Der war auch damals beim ersten Team schon dabei. Hat sich dann auch schon relativ gut damit ausgekannt, der hat es damals schon gemacht. Und dann hat er gemeint, ja, dann kann ich es auch noch dazu machen, weil ich weiß eh schon, wie es klappt. Okay, das wird wahrscheinlich so sein, dass er die Musikstücke dann komponiert und dann abspielen lässt, aber es wird nicht zum Code hin optimiert wahrscheinlich. Ja. Bestimmte Sachen werden im Code, also mit TK80 bietet da einzelne Methoden an, mit denen man dann bestimmte Sounds in den Banken auslösen kann. Also, okay, im Code. Da ist auch der Editor. Geht eigentlich ganz leicht, kann man die Töne einzeln auswählen und dann halt verschiedene Banks und alles Tempo anpassen. Ja. Im Endeffekt ist kleine Tracker, wo dann halt dementsprechend ja, sind so die Musikstücke dann einbaut, da dauert wahrscheinlich ein Effekt oder sowas. Ja, aber es sind keine Samples, glaube ich, das ist so eine Art einfache Analog-Simulation. Das sind keine Samples. Also es sind Waveforms, die ich halt kombinieren kann und dann kann ich auslösen mit den Kanälen. Das sieht so wie Anleihen an so eine Demo-Entwicklung von den Sachen, wo so ausgewählt worden sind. Macht auch den Reiz aus irgendwie, ne? Diese Beschränkung und einfach auch das Minimalistische. Doch von der Grafik sah es sehr gut aus. Also es war die Oberfläche, die cool und alles, war mein cooles Programm mit der Geld. Aber wie ist es euch mit einem Tipp angegangen? Also relativ indirekt, ne? Wenn ihr dann TypeScript transpiliert, dann bist du JavaScript und ist das dann nativ? Ich nehme an, es gibt keinen Single-Step-Debugger oder sowas oder schon. Einen Haufen Bremsen der Konsole, würde ich sagen. Wir haben da die ganz einfache Lösung genommen und uns quasi die einzelnen Variablen auf dem Bildschirm einfach ausgedruckt mit einer Debug, mit einem Boolean, also quasi wenn wir debuggen wollen, haben wir den aktiviert und dann wurde uns quasi alles angezeigt. Wir haben jetzt nicht direkt debuggt im Code, sondern eher getestet und geschaut, ob es funktioniert und dann rumprobiert. Aber es hat gut funktioniert. Also wir sind eigentlich bis auf einmal in Jahren größere Probleme geraten, wo wir es gebaut hätten. Das ist am Ende natürlich auch nicht ganz bugfrei, aber... Auch, das ist perfekt. Wir haben unsere Zeit für uns. Wir laden Sie ein, Bugs zu finden. Das ist schon ziemlich gut. Wenn es sonst keine Fragen gibt, ja, einfach mal rausgehen und uns den anschauen. Genau. Ja, ich wollte auch gerade nochmal fragen, wenn noch Fragen sind, dann jetzt oder draußen am Automaten, die jederzeit gehört. Dann vielen Dank nochmal für den guten Vortrag.